Hallo, liebe Langlauffreunde! Die ein oder anderen kennen mich noch aus meiner aktiven Zeit als Biathletin. Jetzt bin ich aber in anderer Mission unterwegs, und zwar als Schirmherrin der Chiemgau Team Trophy. Und ich möchte euch von meiner ersten Trainingseinheit berichten, denn es hat so toll geschneit und es geht im ganzen herrlichen Chiemgau sensationell zu laufen. Man kommt fast nicht mehr hinterher mit den Spuren. Ich bin jetzt mit meiner Maus hier kurz vorm Weitsee. Das ist auch ein Teil der Strecke der Team Trophy und ich möchte euch zeigen, wie toll es hier geht. Also, kommt mit! Komm mal winken! So toll hier! Cool geht's! Ich bin unterwegs! Die ersten Kilometer dieses Jahr, ich stehe nur ein bisschen wackelig drauf. Aber naja, das geht glaube ich jedem so, egal ob Profi oder Anfänger. Das Wichtigste am Anfang ist mal die Materialgewöhnung. Schnall dir die Ski an. Schau einfach, wie du ein bisschen draufstehst, wie es mit dem Gleichgewicht ist. Mach die ersten Schritte mal ohne Stöcke. Dann schiebst du mal nur, ohne Beinarbeit zu machen. Und dann probierst einfach. Denn für die Chiemgau Team Trophy ist es überhaupt nicht wichtig, schnell zu sein. Da ist einfach nur wichtig, Spaß zu haben und mit dabei zu sein. Also, ich werde dir in den nächsten Clips den ein oder anderen Tipp geben, wie du dich gut vorbereiten kannst, wie du dich kleiden kannst, wie du viel Spaß haben kannst, wenn du hier mit dabei bist. Vom Schnee her passt es hier schon mal. Und ich freue mich riesig, dich dann zu sehen, wenn es heißt, los geht's zur Chiemgau Team Trophy. Bis dann, eure Katrin Lang.